Die großen fünf Automaten vielleicht. Also fünf Automaten. Die großen fünf Automaten, wo man schon mal gerne mal Geld reingesteckt hat und gewonnen oder verloren hat. Wo man gerne Geld reinsteckt. Kondomautomat. Oder schön hier Kondom über Nase und mit der Nase aufpumpen. So. Und dann über den Kiez laufen mit so einem Kondom. Weißt hier, du? Pass auf, kurze Geschichte aus meiner Kindheit. Ich habe mal Straßen Bremen-Nord gelaufen als Neunjähriger. Und hat dann gesehen, dass über dem Auspuff von irgendeinem alten Golf, da war so ein Luftballon gezogen. Ich habe den abgemacht und bin nach Hause gebracht. Das war einfach irgendwelche Jugendlichen haben ein Kondom. Ne? Ja, war ein Kondom. Und es gab große Augen, aber mir wurde es auch nicht erklärt. Ich habe das erst mit 35 dann von meinen Eltern erfahren, dass es ein Kondom war damals. Und man hat sich da jahrelang noch über mich beömmelt, dass der kleine Jan, der Neunjährige, mit einem Kondom nach Hause kam und gedacht hat, das wäre ein Luftballon. Nimm das aus dem Mund! Der hat schon damals Faustik in den Ohren gehabt. Nimm das aus dem Mund! Warum denn? Ist doch ein Luftballon. Nimm das aus dem Mund! Da ist noch Flüssigkeit drin. Guck mal, Mama, da ist noch Flüssigkeit im Ballon. Auf alle Fälle. Ja. Da habe ich von Donny O'Sullivan gerade einen Post gemacht, der passt ja gut dazu. Auf Flughöfen, auf Toilette gibt es immer noch oft diese Automaten, wo es ja eine sogenannte Taschenmuschi zu kaufen gibt. Und man fragt sich dann immer, wer denkt sich, oh wie cool, dass der Automat hängt, habe ich jetzt mega Bock drauf für die Fahrt mit diesem, warum sind diese Automaten? Ja, das ist ohnehin die Welt von Herrenklos, da muss mal irgendwie ein Rebrush her, da muss man Redesign, da muss ja, mal einer was neu denken. Vielleicht auch mal Benimmregeln, ey, was da gefurzt wird beim Pissen, sorry, wenn ich das mal direkt so sage, und dann diese Geräusche und so einer, Männer, ich weiß nicht, wie es bei euch Frauen auf Toilette ist, aber bei Männern ist immer, einer setzt sich hin, Deckel hoch und dann und der neben einer, es ist ja wirklich eine Soundkulisse, ja, wie bei Apokalypse Now. Oder wie bei der Soldat James Ryan, als sie an den Strand kommen. Aber das ist ja, wirklich, das ist, ich glaube, da werden jetzt viele Frauen, und das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, das ist auf Damentoiletten, man macht sich keine Vorstellungen. Das ist, glaube ich, noch viel, 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 viel schlimmer. Wir planen ja übrigens gerade in unserem neuen Studio, da haben wir jetzt gerade Toiletten für das Publikum installiert und auch mit einer barrierefreien Toilette, endlich mal, dass man da auch und theoretisch auch einen Wickeltisch noch hat und so. Aber das ist wirklich die Planung von Toiletten, da weiß ich immer nicht so genau, ob das baurechtlich noch so auf dem neuesten Stand ist. Weil bei Männern reicht das, wenn da so zwei Pötte sind und sieben Pinkelbecken und es ist immer eine super kurze Schlange. Und wenn du die Räume gleich groß planst, kriegst du, weil Frauen natürlich keine Pinkelbecken installiert bekommen, kriegst du natürlich viel zu wenig Toiletten für das kleine Geschäft für die Frauen da rein. Und es gibt aber trotzdem eine komplett sexistische Bauregularien, dass das völlig okay ist, so ein Klo zu bauen, wo nur ein Pott ist für Männer zum Großmachen und sieben Pinkelbecken. Und bei Frauen ist es aber okay, gleiche Raumgröße, wenn da nur drei Klos sind oder vier. Aber Frauen müssen sich hinsetzen, Hose runterziehen, das dauert viel länger. Das ist irgendwie uncool. Deswegen Frauenklos immer längere Schlangen und immer irgendwie blöd, finde ich. Immer, ja, die haben immer, also die ziehen ja immer den kürzeren, die müssen ewig. Auch bei Konzerten ist das ja auch so, wenn du irgendwo in der Sporthalle oder irgendwo, wenn du in einer großen Multihalle bist, bei den Frauen immer ewig lange Schlangen und die Typen stehen da und haben schon, also pissen schon in der Schlange, wenn sie da stehen irgendwie auf dem Boden. Also es ist ja alles dann schneller gemacht. Okay, das ist jetzt alles unangenehm zu erzählen.